Wie sind Sie? Ich bin der Herr Liam Davies, PD09. Sie sind auch Polizei, ne? Richtig, ich bin Polizei. Wie sind Sie hingekommen bei Polizei? Zu Fuß. Oh, das ist gut. Also sind Sie nicht mit Busch? Ich bin gerade mit dem Busch gekommen, ne? Ah, das ist ja schön. Was haben Sie gezahlt? Der Mann, der gerade hier war, der hat mich im Bus mitgenommen. Und ich sollte eigentlich 12 oder 13 Dollar bezahlen oder sowas, habe ich auch kein Geld. Ja. Ah, okay. Ja. Ja, aber ich können Sie hier bald arbeiten, dann können Sie... Würde mich freuen, ein bisschen Geld, weil ich war Leberamt da, ne, für Arbeit. Leberamt? Nix, ja, habe auch gemacht, Gönncept, mit Jeff zusammen, ne, das Jeff ja, ist mein ägyptischer Freund, ne, und will nix, ne, die sagen, nein, du nix, kriegen Geld und Arbeit, Imbiss, nix, alles nix, wollen mich nicht. Ja. Okay, ja. Aber warum? Weiß nicht, der vom AAA-Amt hat gesagt, Schmoker, du Idiot, bist du doof und kannst nicht lesen. Ja, geh zur Polizei, da kriegst du einen Besen und dann bin ich hier gekommen. Ah, das hat sich aber zumindest gereimt, ne? Ja. Ja. Mögen Sie Reime? Ich mag Reime, ja. Ja, sagen Sie mal einen. Der Herr Schmoker will einen Job und ich finde das top. Das war gut. Ich könnte sowas wie Sie gebrauchen in meiner Armee, wenn Sie Interesse haben. Eine Armee? Ja, oh. In meiner königlichen Armee. Der Baron Atticus ist auch schon mit dabei. Ach, Herr Atticus ist da auch dabei, okay. Der ist Baron, der hat einen Titel Baron, den habe ich befördert. Weil der hat im Norden die ganzen... Der hat mit Orks gekämpft und mit Ogger. Ja, hat die besiegt. Ja. Was sind denn Orks? Orks, das sind Wesen, die da oben leben. Die haben zuerst gegen die Elfen gekämpft und dann haben wir die geschlagen, aber die hatten kein Vermögen. Ja. Okay. Ja. Klingt natürlich interessant. Ja, und wenn Sie Ruhm wollen und Reichtum, dann schließen Sie sich mich an. Ja. Das hört sich immer vielversprechend an. Ja, da wäre ich natürlich interessiert. Ja, wir wollen nach Schottland. Nach Schottland? Ja, das Heer wird versammelt, die Trommeln. Ja. Mhm. Und was ist dann die große Schlacht? Gegen wen kämpft man da? Gegen die Schotten. Gegen die Schotten? Aber was haben die denn getan? Ja, das möchte ich nicht überreden. Das sind jetzt Sachen, die ich mit meinem Kriegsminister Carlson besprechen werde. Ah, okay. Ist er auch hier im Staate, oder? Ja, Dr. Carlson. Der ist bei Polizei. Dr. Carlson? Ja. Okay. Hatte ich wohl noch nicht die Ehre, ihn kennenzulernen. Werden Sie bestimmt bald kennenlernen, ja. Sie würden ein Schwert kriegen und Sie dürften an meiner Tafelrunde, dürften Sie essen, ja. Das klingt natürlich sehr, sehr interessant, ja. Haben Sie ein Pferd? Zwei, ja. Zwar, Sie haben zwei Pferde, haben Sie auch einen Knappen? Sind Sie schon ein Ritter von edler Geburt? Mein Vater war ein Ritter. Nein, Ihr Vater. Möchten Sie in meinen Dienste treten, edler Herr? Für mich kämpfen, natürlich. Für Ruhm. Ja, ja. Für Ruhm und Ehre. Für Ruhm und Ehre. Ja, dann würde ich sagen, wie war Ihr Name? Liam. Liam Davies. Davies, dann ja. Knie nieder. Edler Mann Davies. Ja. Ja, so auch. Edler Mann Davies, ich König Schmoker vom Lande der Schmokerinen, schlage dich hiermit zum Ritter. Ritter Davies, erhebe dich und diene dem König. So, Sie sind jetzt ein Ritter der Tafelrunde. Ja. Das freut mich. Das freut mich auch, ja. Wo ist denn die Tafelrunde? Die ist in meinem Schloss, da werde ich Sie noch zu einladen. Ja. Wenn Sie mal Ihr Schwert poliert haben, müssen Sie mir Bescheid sagen. Ich habe da Beziehungen mit dem Schmied. Ich poliere mein Schwert regelmäßig. Ja, das ist gut. Das Schwert muss immer einsatzfähig sein, ne? Wenn Korrekt. Mal was ist, muss man ziehen und rein da, ne? Ziehen und rein, ja. Genau. Muss auch glänzen, weil wenn da so... Ja, hart wichtig, ne? Das vom letzten Mal dran hängt, ist halt nicht gut, ne? Nee, für Ruhm und Ehre, ne? Ja. Hm. Ja. Wann kommt der Typ da, der was zu sagen hat hier? Nach dem Bewerbungsgespräch, das Sie ja dann gerade führen. Ach so. Ja. Du kannst mich jetzt ruhig alleine lassen, mein Ritter. Ja. Natürlich, mein Herr. Ja. Ich setz mich wieder hier hin. Ja. So. Ach nee. So.
Ja. Da wer. Ach, wer ist denn das? Schmucker? Ja, pass auf, wo bist du? Du warst schon wieder nicht mehr. Bei was Polizei. Denn? Ach, immer noch? Ja, wegen Arbeit da hier. Muss gleich rein da. Hä? Ja. Wegen Arbeit. Warte mal. Willst du da arbeiten oder was? Ja. Bei der Polizei? Ja. Ich habe auch schon einen neuen Ritter, Opa Müller. Ja. Hab gleich Gespräch mit dem Mann da. Was willst du denn bei den Cops machen? Ja, ich... Hausmeisterdienste. Ja, putzi, Klo sauber machen, Klosteine nachfüllen, Papier auffüllen und sowas alles, Papierkorb leer machen. Alles, Opa. Ja. Wow, das ist ein sehr verantwortungsbewusster Job. Ja, meinst du? Meinst du, die zahlen gut? Ist deine Frau da eigentlich? Nee, glaub nicht. Oder weiß nicht. Die wollte einkaufen gehen, aber ob die wieder zu Hause ist, weiß ich nicht. Eben war nicht zu Hause. Wo? Hab nix essen bekommen, Opa. Okay, dann weiß ich Bescheid, alles klar. Ja. Gut, ich muss eben auflegen, ne? Bist du denn im Opa. So. Ich habe immer ganz viel Spaß hier. Du bist super, Gerrit. Ich liebe dein RP. Du spielst den Spoker echt super genial und deine Community ist auch sehr lieb. Das stimmt. Das stimmt. Also, die Community ist schon... Ja. Schmucker? Ja, ich hatte PD-Mann gesagt, soll ich dich anrufen auf Handy? Ja, ich bin hier oben da vor dem Büro. Kommst du hoch? Wie bist du oben in Schilling Lounge oder was? Ja, hier wo Gewichte sind und so, wo du trainieren kannst. Kommst du hier, Schwachte? Ach, nee, komm ich doch gar nicht da. Bist du Arbeit machen? Ja, Fragen für Arbeit, ne? Und dann gehst du da rein, darfst du das? Ja, darf ich. Ah, da hat man mich mitgenommen. Hier warten einige. Oh. Darfst du einfach reingehen? Ja, ehrlich ist? Ja, wirklich. Ja, hier wollen viele arbeiten. Warte, wo ist er oben in Schilling Lounge und dann geradeaus durch großen Türen, ne? Da, wo Trainingsraum ist, dadurch, ja. Ja, nee, dann darf ich nicht. Doch, komm einfach, ist egal. Sag einfach, ich hab erlaubt. Restroom bin ich jetzt. Oh, scheiße, ist der falsche. Ja, warte, jetzt ist sie hier. Bist du auf dem Männerklo? Nee, warte, so. Nee, komm, ich ist über abgeschlossen. Oh, die habe ich nicht gefahren, nee. Oh, ich muss nee, auflegen, da kommt ein Mann, ja? Bis später. Oh, okay, ja, tschüss. Mr. Diro, ne? Ey, warum dauert das immer so lange? Herr Schmucker? Ja? Die Tafelrunde des PDs ruft. Sie dürfen jetzt vortreten. Dankeschön. Drehen Sie ruhig vor. Ja. Mein Ritter Davis, ne? Richtig. Ja. So geschrieben, wie gesagt, ne? Ja. So, Herr Smoker, also ich habe jetzt... Warten Sie, ich geh mal kurz... Ja. Hallo, Chief, ich habe hier den Herrn... Smoke, ja? Ja, ich... Okay, ich hol ihn, ja. Okay, Sie kommen? Ah, Etage 3. Okay, der Chief, der kommt, ich hol ihn jetzt, ja? Okay, danke schön. Sie sollen mir den Köftespieß überreichen. Den was? Nee, der Dr. Carlson hat gesagt, den Köftespieß geht nur an den blöden Chef. An den blöden Chef, okay, dann gebe ich das so weiter. Ja. Ich hole ihm den Chef, ja, Frau Morell? Ja, okay. Sie können den Herrn Smoke ja schon mal gucken, ob der irgendwelche Einträge hat oder der so. Der steht da drauf, hat er gesagt. Hallo, Herr Dr. Carlson, wie geht's Ihnen? Ja, sehr gut. Seit den letzten 20 Minuten, wo wir uns nicht mehr gesehen haben, immer noch gut. Ja. Tatsächlich, ja. Wir haben einen neuen Ritter gefunden, den Ritter Davis hier, zu meiner Linken. Ihr kompletter Name? Wer? Ihre? König Gerrit. Aber den Ausweis bitte. J-E-R-I. Ja. D. Warten Sie. Was? So, warten Sie. J-E-R-I-D, glaube ich. Augenblick. J-E-R-I-D, Gerrit. Gerrit. Na, komm doch. Jerit. Ich habe immer das Problem, dass die Knöpfe an den neuen Hosen, wissen kennen Sie von das? Wo der König dass ist? Das braucht man nicht richtig raus. Das. Ah, komm doch raus. Ich muss das mal einölen, mein Portemonnaie. Ja. Da muss man richtig fett dran an den Scheiß. So. Wo wir gegen warten Sie. An einem runden Tisch sitzen müssen. Okay. Und bald geht's nach Schottland zur großen Schlacht gegen die Schotten. Reicht mir, wenn Sie mir den einmal zeigen. So, bitte.
Alles klar. Okay, danke schön. Einmal zurück. Bitte schön. Danke. Ich würde ja gerne genommen. Okay. Ja. Herr Smoker, Sie wollen gegen die Schotten kämpfen mit Ihrem Ritter? Ja, richtig. Mhm. Ritter Davis kommt auch mit. Sind Sie Engländer? Nein, ich bin nicht Engländer. Wir ziehen gegen die Schotten in den Krieg. Die haben Reichtümer. Achso, sie wollen einfach nur plündern. Alles ja, klar. Genau. Und den Baron Atticus nehme ich auch mit. Der hat nämlich im Norden gegen die Elfen gekämpft. Und so, gewonnen. Herr Smoker. Gegen elf Leute? Oh, der Chief. Oh, guten Tag. Mein Name ist Herr Schweiß. Guten Tag, Herr Schweiß. Sie wollen hier arbeiten, ja? Ja, ist mir empfohlen worden, die Arbeit. Von wem? Von dem da, der. Dr. Carlson, okay. Ja. Könnte ich bitte einmal Ihren Ausweis sehen? Was haben Sie? Ich habe ein Empfehlungsgeschenk bei, habe ich für Sie, Herr Chef. Ganz kurz, okay. Herr Smoker. Ja, bitte? Sie wurden verurteilt wegen Diebstahl. Was ist los? Sie haben eine Akte bei uns wegen Diebstahl. Wer hat gediebstahlt? Naja, Sie haben bei uns eine Akte. Was ist denn gediebstahlt? Was denn? Diebstahl. Ja, was? Ja, das möchte ich von Ihnen wissen. Herr Smoker, wo ist der Köftespieß? Ja, hier. Warten Sie. Dann kommen Sie mal hier. Ja. Ja. Warten Sie. Habe ich extra mitgebracht. Geschenk für große Chef. Warten Sie. Ja, muss aber erstmal meine. Sind Sie auf Droge? Nee. Nix Drogen, gar nichts. Immer klar im Kopf, ne? Immer klar. Ja. Warten Sie. Jetzt kriege ich den nicht aus meinem. Der hängt da wieder an meinem Oberschenkel fest. Das klebt immer so, das Zeug, wenn das warm ist. Warten Sie mal. Könnten Sie vielleicht mal mitziehen? Warten Sie mal, ich habe hier einen Hosengummi. Ja, ich helfe da so. Ja, gehen Sie mal tiefer mit der Hand rein. Nein, da gehe ich nicht tiefer mit der Hand rein. Ach so. So, hier, geben Sie her. Da ja, ist bitte. Er doch. Da, bitte wunderbar. Oh, haben Sie gerade mal Tempo, dass ich das sauber machen kann? Schmeckt? Ja, ich leg dir mal. Hier, haben Sie ein Taschentuch. Dankeschön. So, Herr Smoker. Ja, bitte. Nehmen Sie mal da Platz. Muss ich mich hinsetzen? Ich habe Hämorrhoiden. Das tut ein bisschen weh. Nehmen Sie da Platz. Ja, natürlich. Natürlich. La, la, la. La. Entschuldigung, du Frau. Ja, die könnte gehen. Entschuldigung. Ja? Was soll ich gemacht haben, Diebstahl bei? Ja, Sie haben einen Roller entwendet von zwei Personen. Passen Sie und auf. Sind damit weggefahren. Das kann ich erklären. Ich war hier, wo gekommen bin, ne? Und da stand hier vor Polizei, standen drei Leute und drei Mann standen da. Und da war eine Mofa, was war an? Habe ich gefragt, was ist das? Haben die gesagt, das ist eine Mofa, kannst du fahren, Pizza mit aus. Habe ich gesagt, oh, das ist ja gut. Habe ich mich draufgesetzt und bin gefahren, Pizza holen. Ja, mehr nicht. Die standen nur da rum. Okay. Mehr nicht. Also, es gibt auf jeden Fall Zeugenaussagen und Sie wurden dafür verurteilt. Ja, Spezialstrafen, ne? Genau. Ja, ja, abgesessen, Knast. Richtig. Schon. Genau. Ja, das Fehler macht jeder mal im Leben, ne? Aber man muss auch Fehler vergeben können, ne? Alles gute Menschen hier, ne? Ja. Aber Sie wissen, wo Sie sich gerade befinden, oder? Bei Polizei. Ja, weiß ich. Ich habe ja meine Ritter mitgebracht. Ja. Okay. Was wollen Sie? Kommen Sie mal her. Wir fangen mal nochmal neu an. Kommen Sie mal her. Ja. So. Wo ist Chefin? Der ist kurz auf Toilette. Ach so, okay. So. Also, ich bin der Walter Weiß. Und Sie sind? Jared Schmoker. Herr Smoker. Ja, so. Schmoker. Was möchten Sie denn beim LSPD machen? Ja, hab mit Dr. Carlson hier gesprochen. Und Dr. Carlson hat gesagt, vielleicht hier sauber machen. Und ich hab immer sauber machen, alles schön. Hab eigene Wohnung, ist tippitoppi, immer glanzen, alles. Ne, Müll rausbringen, Klosteine. Wo wohnen Sie denn? Unten in, da im Süden von der Stadt. Also in den Sozialbauten? Ja, nicht direkt mehr draußen. Ja. Ach, Sie wohnen unter der Brücke? Ja, am Zelt. Ja. Hab da ist es immer schön sauber. Ja, da habe ich passe ich immer auch. Auf Pappe, wo ich drauf schlafe, muss immer schön sauber sein. Nix dreckig. Ah, passen Sie auf. Hören Sie zu. Ich mache Ihnen ein Angebot, ja? Angebote, ja. Mit Ihrer Vorstrafe kann ich Ihnen eigentlich keinen Job hier geben. Aber ich würde ein Auge zudrücken. Warten Sie. Welches? Beide wahrscheinlich. Okay, jetzt? Warten Sie. Sie werden. Hören Sie zu. Also. Die fahren jetzt gleich, sie gehen hier raus. Ja, fahr raus, gehen. Dann,
gehen Sie sich einen Anzug kaufen. Anzug? Nee, das... Sie, ach, hören nee. Sie zu. Kein Geld. Ja, Sie kriegen das Geld schon zusammen. Ich glaube, Sie sind so ein Mann, der das schon zusammenkriegt. Sie holen sich einen schönen Anzug. Anzug, ja. Und dann kommen Sie zurück zum LSPD. Einen richtig schönen Anzug. So schön mit Hose, Krawatte, Hemd, Sakko, schöne Schuhe. Und wenn Sie dann hier mal zeigen, dass Sie es wirklich wollen, dann würde ich darüber mit Ihnen reden, ob Sie vielleicht Ihren Job kriegen. Also, wie meinen Sie mit wollen? Ja, dass ich merke, dass Sie den Willen haben, hier zu arbeiten. Ah, was meine Frau zu mir gesagt hat damals, wo ich heiraten sollte, auch? So? Nein. Nee. Ja, also Sie werden schön Anzug anziehen. Ja, Anzug. Sich die Haare schön machen. Anzug, Haare schön machen, ja. Und dann kommen Sie gleich wieder hier hin. Okay. Ja, wo ich gebe Ihnen... Hä? Wo muss ich melden bei? Unten an der Leitstelle. Leitstelle, ja. Anzug, Haare machen, ja. Ja, einen schönen Anzug, also eine schöne Hose. Anzug. Schöne Hose, ja. Schönes Oberteil, schönes Hemd, Oberteil, schöne Krawatte, ja. Schöne Schuhe. Schöne Schuhe, ja. Warten Sie mal. Ja. Tu mal jemanden an. Ja. Finde ich nett von Ihnen, Herr. Ja. Ja. Können Sie... Herr Müller, hören Sie, Sie kennen den Herrn, wie war Ihr Name nochmal? Schmoker. Schmoker. Der Herr Schmoker möchte beim LSPD arbeiten. Okay? Also als Putzkraft. Aber für jeden gilt ja das gleiche Prinzip, wenn man sich bewirbt, ja? Man muss dementsprechend aussehen, wenn man zu einem Bewerbungsgespräch geht bei einer offiziellen Behörde. Einen Tag wünsche ich Ihnen ganz ehrlich, dass Sie von Ihrem eigenen Auto mal überrollt werden, weil Sie vergessen, die Handbremse anzuziehen. Aber das Auto tut mir ja leid, verstehen Sie? Das Auto tut mir leid! So. Ja? Herr Müller, Sie rufen den einfach an und der organisiert das schon, ja? Der Herr Müller, hat der denn noch Geld? Der hat genug Geld, glaube ich. Und der bezahlt das alles? Ich denke schon, das ist ein netter Freund. Okay, werde ich ihm so sagen. Wie war Ihr Name bei? Herr Carsten? Ja, Herr Carsten. Frau Morell, Herr Davis und Herr Weiß. Ja, okay. Haben gesagt, gut, Müller bezahlt, ne? Ja. Ja, ja. Sagen Sie das, Herr Davis bringt Sie jetzt runter und ja. Dann melden Sie sich nachher hier. Dankeschön, ja. Mach Bis ich. Nachher. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. So, dann kommen Sie aber mit. Ja, lauf hinterher wie Ente, ne? Mhm. Wie eine Ente. Wie eine Ente. War Herr Ritter Davis? Herr Ritter Davis? Ja. Was für Farbe soll haben Anzug? Was meinst du? So braun oder weiß oder schwarz? Weiß? Oder so okay, grau. Guck, ich mach weiß alles, ja? Gefällt dem Walter bestimmt, ja? Walter Weiß, ja? Okay, mach alles weiß Anzug. Okay, danke schön, ja? Ja, gerne. Bis später. Ja, kannst aber hier durch die Tür. Ja. Ich mach die noch kurz auf. Achso, ja. Dankeschön. Gerne. So. Anzug, ich werd bekloppt. Müller. Der Müller tritt mich in den Arsch, der gibt mir doch nicht die Kohle für den Anzug. Ja, Herr Smoker, der Weiß hat mich gerade angerufen. Was ist denn los? Ja, du sollst mich holen kommen bei Polizei. Dann sollst du mit mir fahren, laden, kaufen Anzug, Schuhe, Hemd. Ja. Und dann du zahlen das alles und mich wieder herbringen. Wie soll er bezahlen? Ja, hat gesagt, Frau Mann da, Dr. Carson, Herr, der andere Mann da, Chef und, oder, nee, andere Chef war das, weiß nicht mehr. Und noch ein Mann haben gesagt, du musst zahlen alles, mich hier machen. Okay, ich rufe dann mal kurz nochmal den Herrn Weiß an, ob das auch stimmt. Ich hoffe, das stimmt, weil ansonsten wäre das vor dem Bewerbungsgespräch ziemlich scheiße. Bis gleich. Ja. Hallo, Jeff. Hallo. Wie geht's dir? So richtig schon ganz der Abend, Ja, bin die ganze Zeit hier drinne und so.
Ja. Da habe ich schon Eskorte losgeschickt von Polizei. Ja, muss jetzt kaufen, Anzug gehen und so. Und Herr Müller bezahlt alles. Herr Mulle? Ja, Helmut. Wie, was muss ich machen? Muss ich jetzt ehrlich pusseln hier? Ja, aber ich soll kommen im Anzug, mich da nochmal sagen, reden bei dem Mann da oben. Hat gesagt, Anzug kaufen, weiß. Ja. Weißer Anzug, sagte Walten, diese Walten? Weiß nicht, wie Wald. Was für ein Wald? Walter, diese Weiter, der Chef. Weiß, Chef, ja, Chef war auch da. Chef war auch da, ja, ja. Soll einen weißen Anzug kommen, ja. Oh, wie viel Monete gibt's, wie viel Geld? Weiß nicht, habe ich nicht gefragt, wie viel Geld. Scheiße, und jetzt weißen Anzug sollst du kaufen? Ja, ja, weiß, weißer Anzug, ja. Jetzt muss ich warten auf Müller, weil der haben gesagt, Müller bezahlt alles. Oh, okay. Ja, dann ist so, wenn du noch brauchst, hausweiße Klamotte, da habe ich noch grüne Anzug im Auto, ne? Echt? Ja, sicher. Oh, okay. Nee, ich muss weiße Sachen haben. Weiße Schuhe, weißer Anzug und weiße Hose. Ja. Oh, dann willst du heute noch anfangen. Ist das Herbert? Weiß nicht. Hol zu, dann geh, lauf mal weiter. Herbert, Safar, mein Freund. Ach, das ist doch... Wie geht's deine Freund? Mein Freund? Methanwolke. Ja, diese mit der pinken Haare. Methanwolke. Dankeschön für den Zapp. Nein, vielen, vielen Dank. Dass du das für mich machst. Dankeschön. Methanwolke. Ja. Nein, Quatsch. Aber was hast du dich so eingemischt? Hat aber mächtigen Schlag drauf, du. Dann sag ich dir. Ey, Alexander. Ja, nee, aber war echt gut. Lass den Jafar. Der ist ein guter Mann, der Jafar. Hab ich gemerkt. So. Jetzt kommt der Herr Müller. Ehrlich? Da ist Opa Müller. Warte mal kurz, brauchen wir eben noch die Nummer vom Jaffa. Ja. Helmut, der sagte, du hast kleine Schwanz. Ach ja. Hey, Steffen, okay. Grüße. Wo sind Sie, dass er Probleme hat jetzt mit den blauen Haare? Der Helmut sagt, der kleine Schwanz und so, wir müssen unsere Schwerte jetzt so langsam mal rausholen. Er beleidigt den gerade richtig, Fotze und so, sagt er. Was? Sagt der Fotze und so, sollen wir gleich schlagen? Wie, Fotze? Sollen wir zusammen alle schlagen? Geht gar zum Helmut, zu Opa, zu dir, Helmut. Hat er gesagt? Komm, wir vereinen uns alle und dann gibt's aber. Komm. Nee, ach, alles gut. Schön, dass du kann dir doch nicht sagen, so. Der hat das wirklich zu dir gesagt? Ja. Und du lässt dir gefallen, Helmut? Was ist ja, Opa ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wenn der haut, dann fällt der oben, ist er tot. Bist du bekloppt? Der muss ausruhen. Boah, nee. Ey. Jeff, geh du da ran. Müller. Ja? Eine kurze Frage. Ja, bitte. Frei. Nee, ich bin nicht frei. Was machst du? Der rote Messe. Messer irgendwas. Rote Messe. Was? Oh, Opa, was hast du denn gemacht mit dem Mann? Nix. Oh. Der ist nicht sein Auto, ist mein Auto, wo der hinläuft. nee, doch nicht dahinter. Oh. Messen. Opa, vielleicht sollten wir fahren. Das wird gefährlich vielleicht. Nee, ich kann ja eben noch warten. Hast du irgendwas mit der Frau von ihm gehabt oder so? Nee, eigentlich ja nichts. Keine Ahnung. Wenn was ist, stehe ich bei dir. Komm, machen ich wir uns auch, bereit. Opa. Für die Schlacht machen wir uns jetzt bereit. Kriegst du eine Bam, kriegst du eine in die Schnauze. Wir machen uns bereit für die Schlacht, Leute. Wir machen die Maurer am Wand. Komm, Schmoke. Was machen wir? Zieh mit uns in den Kampf jetzt gleich. Die Maurer am Wand? Ja. Ja, du musst wieder übertreiben. Ja, natürlich. Guck mal hier. So. Ja. So. Gibt Saures, ne? Kriegt der Angst jetzt, pass auf. Ja. Was? Ja, komm mal hier. So. Jetzt sieht der die bestimmt auch noch ein, macht ein paar Larven, ne? Weiß nicht. Boah, der kriegt aber so Panzerfaust dann, ey. Kriegt da einen richtig geknüppelt, ne? Aber sowas von. Ja. Konzentration jetzt. Natürlich. Fokus nicht verlieren. Nee, gar nicht. Hab ich doch gesagt, hat Angst. Hey. Das hab ich doch gesagt. Komischer Typ. Ja. Ah ja, das war komisch, der Geil. Ja, dann auf Wiedersehen, ne? Ja, bis später.
So, du, wo musst du hin? Ja, wir müssen Anzug kaufen. Du musst bezahlen, hat er gesagt. Nee, muss ich nicht. Habe ich schon geklärt. Ja, aber ich habe kein Geld. Ja, du hast genug? Nein, Geld. Ich habe gar kein Geld. Wirklich nicht. Warte, darauf. Oh. Ich habe kein Geld, Opa. Dann musst du dir welches holen. Warte mal, Telefon. Hallo. Hallo, Hase. Hallo, Dürrem. Wo? Hallo. Wo bist du? Zu Hause. Zu Hause? Hast du schon gekocht? Ja. Nee, ich wollte gerade einkaufen gehen und fragen, ob du was Bestimmtes haben willst. Ja, ich hätte gern Rosenkohl. Rosenkohl? Ja, und Spargel magst du doch gerne, ne? Ja. Ja. Rosenkohl und Spargel oder sonst doch was? Nee, das reicht mir schon. Okay, ich gehe jetzt erstmal was einkaufen, ja? Ich wollte nur Bescheid sagen. Okay, bis gleich, Maus. Ja, bis dann. Ja. Das war meine Frau. Sollen wir die abholen oder was? Nee, die geht einkaufen. Opa, hast du Flocken am Start jetzt? Ohne Scheiß. Nein, hab ich nicht. Ich geb dir auch nichts. Ja, aber ich hab kein Geld. Wie soll ich denn kaufen, Anzug? Was kostet das alles? Hab ich nicht. Der hat gesagt, du bezahlst alles. Hat der Mann wirklich gesagt? Hat er nicht? Schwöre ich. Ich hab angerufen und gefragt. Ich schwöre, Opa. Opa, ich schwöre, der hat das wirklich gesagt. Schwöre ich. Ja. Weil sonst hätte ich gesagt, kann ich nicht kaufen. Bei, geht nicht. Kostet vielleicht nur $400, Opa, keine Ahnung. Ja, und jetzt? Was willst du jetzt von mir? Sitzt du hier bei mir im Auto? Sollen wir jetzt Geld holen gehen von dir, oder was? Ja. Boah. Wie viel brauche ich, wie viel Geld, Opa? Woher soll ich denn wissen? Ich weiß doch nicht, was du kaufst. Ich weiß nur, wo so ein scheiß Automat hier hängt. Hast du noch nie einen Anzug angehabt? Ja, klar, habe ich doch gerade. Latzhose. Hier ist ein Automat. Oh, gut. Ja, ne? Geh schnell. Ich warte. Lass dich mal am Arsch lecken. Ja, aber... Oh, Mann. Abheben. Ja, was kostet das? Weiß ich nicht. Ich habe nur $1,300. 500 oder was? Wenn ich die Arbeit nicht kriege, bin ich voll im Arsch, wa? Das ist Opa. So, Opa. Hab $500. Das ist viel. Ja, weiß ich, was kostet, ne? Stell mal vor, ich kriege Arbeit nicht, dann mache ich Bombe da. Ja. Das hier? Aber das ist ein teurer Laden, Opa. Ich dachte, du willst einen Anzug. Hier gibt's Anzüge. Geh doch mal gucken. Kommst du mit? Ja, klar. Komm. Beraten. Du hast ja Erfahrung, Opa. Du hast ja Erfahrung, bist ja schon alt. Opa, mit was cremst du dich ein, dass du dich so gut gehalten hast? Den Pferdekot. Nicht mit Eutercreme? Der Kot. Warte mal.